Auch in unserem letzten Sommergespräch wollen wir über die großen Herausforderungen sprechen, von der Teuerung bis zum Klima und über eine aktuelle für hunderttausende Familien nach 9 Wochen Sommerferien. Wer betreut die Kinder? Sie lächeln. Kennen Sie das als Vater zweier Kinder, dieses Problem? Es ist schon in den Sommerferien meistens eine große Herausforderung. Und dann vor allem auch stellt sich ja das Thema Kinderbetreuung unterschiedlich dar, je nach Altersgruppen. Wir haben in Österreich nach wie vor die Herausforderung, dass wir in der Altersgruppe von 1 bis 2 und von 2 bis 3 eine Versorgungslücke haben in Kinderbetreuungsplätzen. Mein Ziel ist es, dass wir diese Lücke jetzt schließen. Das ist ein sehr ambitionierter Plan. Das kostet 4,5 Milliarden Euro bis 2030. Geht nur mit Bund, Land und Gemeinden gemeinsam. Ist aber notwendig, denn mein Ziel ist es, dass es nicht sozusagen an der Frage der Kinderbetreuung scheitern darf, wenn Frauen eben auch arbeiten gehen wollen. Das überrascht jetzt gleich zu Beginn, dass Sie da mit einem Lösungsvorschlag kommen. Da werden jetzt viele aufhören, weil, und hinhören vor allem. Auf Feuer, wollte ich sagen. Herr Bundeskanzler, weil das ist nämlich ein Riesenthema, auch hier im Parlament. Und das wollten wir von den Besucherinnen und Besuchern wissen. Und das war eigentlich recht eindeutig, was die gesagt haben. Schauen wir uns das kurz an. Wichtig ist schon wirklich, dass man sagt, man hat einen Kinderbetreuungsplatz letztendlich. Und, das muss ich schon sagen, einen Ganztageskinderbetreuungsplatz, weil ich habe nichts davon, wenn ich heute sage, in Wien arbeite, mit öffentlichen Verkehrsmitteln reinfahre und komme vor 17 Uhr nicht raus und der Kindergarten spielt um 3 zu. Dann habe ich zwei Stunden mein Kind nicht betreut und ich muss mir wieder was organisieren. Es ist immer schwieriger, auch Personal für die Betreuungseinrichtungen zu finden, auch den Beruf interessant zu machen und zu gestalten und auf die Defizite der Menschen einzugehen, zuhören, umsetzen, tun. Ich kann nicht immer nur darüber reden, sondern ich muss es auch tun. Ja, also ich glaube, ein großes Ding ist sicher Kinderbetreuung, einfach das den Eltern möglich machen, die Kinder in eine gute Betreuung zu geben, die dann halt auch einfach leistbar ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Vollzeit momentan schon in Frage käme, wenn nicht ich als Oma oder auch andere Institutionen dazu helfen würden. Also sehr schwierig. Ja, ohne die Oma, ohne die Opas geht offenbar nichts. Jetzt haben Sie schon angekündigt und auch mich überrascht, da soll was passieren. Das zeigt ja ein bisschen auch das Grundproblem in der österreichischen Politik, oder? Wir diskutieren über Vereinbarkeit von Familie und Beruf seit Jahrzehnten. In Deutschland gibt es einen Rechtsanspruch, ab dem ersten Lebensjahr schon seit 10 Jahren. Sie bzw. Ihre Partei ist jetzt seit 36 Jahren in der Regierung. Soll jetzt was passieren? Soll es einen Rechtsanspruch geben? Wollen Sie das Leben auch der Familien endlich erleichtern? Also das Letztere natürlich. Also ja, wir wollen das Leben der Familien erleichtern. Österreich ist das Land mit den größten Familienleistungen innerhalb der Europäischen Union. Familien sind uns wichtig, gerade auch der Volkspartei. Gleichzeitig, Kinderbetreuung ist ein sehr komplexes Thema. Warum? Wir haben über 2000 Gemeinden in Österreich. Das heißt, es ist auch sehr vielgliedrig und für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine große Herausforderung. Und das Ziel muss eben sein jetzt, dass wir durch einen doch durchaus Gewaltanstrengung, auch budgettechnisch, weil es kostet viel Geld, 4,5 Milliarden Euro bis 2030, ausbauen, den Gemeinden das Geld zur Verfügung stellen, nicht nur auszubauen, also sprich tatsächlich auch die Infrastruktur zu schaffen, sondern auch die Pädagoginnen zu finden, die den Pädagoginnen helfen. Denn Betreuung von 1 bis 2, das ist besonders aufwendig, heißt auch oft eben dann wickeln. Und das bedeutet einerseits in der Infrastruktur und andererseits von den Menschen, die das tun, dass man sie auch tatsächlich findet und zum anderen eben gerade auch 2 bis 3, hier ist die Betreuung auch besonders intensiv. Und weil das so ist und weil das eben nicht einfach ist und weil die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu Recht die Sorge haben, dass es auf der einen Seite sehr kostenintensiv ist, auf der anderen Seite die Bedürfnislagen oft sehr unterschiedlich sind, brauchen sie diese Begleitung und die Unterstützung vom Bund. Und wir sind in einer außergewöhnlichen Phase. Sie wissen ja, wir haben über 200.000 offene Stellen in Österreich. Die Wirtschaft wird nicht müde, das zu fordern. Wir suchen dringend Arbeitskräfte. Und ja, es braucht sozusagen auch hier, dass wir die Ressourcen einfach jetzt erweitern. Und das ist eben bei der Kinderbetreuung wichtig. Weil das, was da vorne gesagt worden ist in dem Beitrag, die Sorge der Eltern, die Öffnungszeiten sind auch ein Thema. Also einerseits, dass die Kindergärten länger offen haben. Andererseits, dass eben in der Altersgruppe 1 bis 2 und 2 bis 3 tatsächlich hier eine Lösung auch gefunden wird, dass dieses Angebot da ist und das kostet eben auch viel Geld. Und dass wir auch Kooperationen
ermöglichen zwischen Firmen und Gemeinden. Das passiert schon, aber das kann noch besser werden. Und dass wir auch den sozusagen Mut zur Initiative setzen. Ich war jetzt erst im Waldviertel. Ja. Dort haben sich 14 Gemeinden zusammengeschlossen, um eben das Thema Kinderbetreuung auch bereits im Frühkindbereich zu organisieren. Weil es ist auch sehr viel Organisationsthema. Wenn Sie jetzt sagen, wir nehmen da mehr Geld, nämlich die Regierung in die Hand, und derzeit wird ja verhandelt, warum dann aber nicht gleich einen Rechtsanspruch? Weil die Wirtschaft, Sie haben sie angesprochen, sagt, wir brauchen einfach die Arbeitskräfte, wir brauchen die Mütter. Woran scheitert das, ein Rechtsanspruch? Ist es die Ideologie auch in Ihrer Partei, wenn zum Beispiel dann der oberösterreichische Klubobmann der ÖVP sagt, Rechtsanspruch, nein danke, das wäre, Zitat, nämlich der Weg in die direkte Weg der Zwangsarbeit junger Mütter. Also woran scheitert der letzte wichtige Schritt, auch für jeden persönlich? Ich habe einen Anspruch auf diesen Platz. Na, an der Infrastruktur und derzeit an den fehlenden Menschen. Also ich finde, es ist sinnvoll, zuerst die Infrastruktur, tatsächlich auch das Personal zu finden, die Menschen, die das tun. Und dann kann am Schluss des Prozesses der Rechtsanspruch sein. Wenn ich den Rechtsanspruch zuerst stelle, aber nicht die Infrastruktur, ja, aber kann man ja stufenweise aber machen. Überfordere ich die Gemeinden, überfordere ich die Menschen, schaffe eine falsche Erwartungshaltung. Es muss jetzt zunächst einmal dafür gesorgt werden, dass die Kindergartenplätze da sind, in echt, die Infrastruktur geschaffen wird. Aber das viel größere Thema ist wirklich das, die Pädagoginnen und Pädagogen zu finden. Halten wir fest, Sie sagen, ja, ausgebaut wird, aber Rechtsanspruch soll es keinen geben. Natürlich. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, zuerst die Infrastruktur, die Menschen finden und dann, wenn ich tatsächlich das Angebot habe, können Sie sich einen dann Rechtsanspruch ist ein Rechtsanspruch finden. Auch sinnvoll. Aber ein Rechtsanspruch ohne Möglichkeit bringt weder den Kindern etwas, noch den Müttern etwas, den Familien nichts. Daher finde ich es sinnvoller, zuerst mit der Infrastruktur und den Fragen der Pädagoginnen und Pädagogen zu gewinnen und vor allem den Gemeinden, das ist ganz wichtig in der Frage, Frau Schnabel, den Gemeinden zu sagen, wir reden hier nicht von Anschubfinanzierung, sondern es muss ein kontinuierlicher Weg geben, deswegen kostet es ja so viel Geld, dass die Gemeinden dann eben auch in den Personalkosten unterstützt werden, weil sonst sind die Gemeindebudgets systemisch überfordert und das hilft dann ja auch den Gemeindebürgerinnen nichts. Das ist ein Signal von Ihnen an die vielen, wahrscheinlich auch ÖVP-Bürgermeister. 1.500 von 2.000. Genau, und bei denen liegt das ja nämlich eben die Kinderbetreuung. Wir haben die Wirtschaft angesprochen. In dieser Frage fordert die Wirtschaft einen Turbo mit Blick auf den Fachkräftemangel. In einer ganz anderen zentralen Zukunftsfrage bremst die Wirtschaft. Und jetzt sind wir schon beim Klimaschutz und bei der Klimapolitik. Dieser Sommer mit Blick zu den Unwettern, Hagelschäden, Vermoorungen. Hat das auch bei Ihnen was ausgelöst? Also rutscht das Thema, machen wir es konkret, Klimaschutzgesetz auf Ihre Agenda jetzt ganz nach oben und soll es das noch heuer geben? Aber auch da bitte ich um ein Stück weit Redlichkeit in der Beurteilung der Lage in Österreich. Zum einen sollten wir uns auch intellektuell darauf verständigen, dass das Klima global ist und nicht national. Das heißt, den Klimawandel tatsächlich zu verlangsamen, funktioniert nur, wenn wir viele Verbündete auf der Welt dafür schaffen. Aber zu Sie sind der österreichische Bundeskanzler. Ja, aber deswegen sage ich es ja auch, weil das ist ja genau der springende Punkt. Umweltschutz, Wildbachverbauung, all das sind ganz wesentliche Maßnahmen, um unmittelbar die Katastrophen, die jetzt durch den Klimawandel ausgelöst werden, auch ein Stück weit abzufedern. Und an dieser Stelle möchte ich ein großes, großes Danke sagen den vielen freiwilligen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, der Straßenmeistereien, die hier jetzt den Menschen so schnell und direkt geholfen haben und die Unglaubliches geleistet haben. Und auch das ist etwas, worauf Österreich zum Beispiel stolz sein kann, dieses freiwillige Engagement, gerade auch im Katastropheneinsatz. Zum Thema Klimaschutzgesetz, da wollte ich nicht ausweichen. Ja. Was mir wichtig ist, dass Sie wissen, wir haben ganz viele Gesetze beschlossen, die bereits den Klimaschutz und der CO2-Frage dienen. Wir haben die ökosoziale Steuerreform beschlossen. Da ist zum ersten Mal in der Geschichte der Republik CO2 überhaupt bepreist worden. Wir haben dazugelegt jetzt, damit die ökosoziale Steuerreform weiter wirkt, das ist auch gleich eine Maßnahme gegen die Teuerung, die kalte Progression, die schleichende Steuererhöhung abgeschafft. Wir haben den Transformationsfonds geschaffen. Wir haben das erneuerbare Ausbaugesetz beschlossen. Wir haben 600 Millionen Euro in Photovoltaikförderung investiert. Und das kann man auch in Österreich ja Gott sei Dank sehen. Also ich bitte, das eine ist auch zum Teil sehr symbolisch. Durch das Klimaschutzgesetz per se ändert sich gar nichts, sondern naja, wichtig ist, schon, dass wir Gesetze beschließen, die dann tatsächlich auch etwas bewirken. Genau. Jetzt muss ich da dazwischen. Herr Bundeskanzler, das stimmt ja. Es ist ja einiges passiert. Das will ja niemand in Abrede stellen. Aber so ein Klimaschutzgesetz macht das Ganze verbindlich. Es ist der Fahrplan, dass es auch Strafen geht um die Klimaziele und deswegen auch die vielen Initiativen, die Sie ja jetzt schon aufgelistet haben, damit wir die erreichen. Ja. Da warten ja nicht nur Wissenschaftler, Umwelt-, Klimaschutzbewegungen, auch nach ihrer Zukunftsrede, die kritisiert wurde, auf Antworten, sondern Sie haben sie angesprochen. Die Betroffenen, die Bäuerin, der Bauer, die Feuerwehren.
Was passiert jetzt? Soll es das noch geben? Gibt es da noch einen Kraftakt in dieser, und das ist nicht mehr lange Regierungsperiode, oder passiert da nichts mehr? Also der Vizekanzler saß da und sagt, ich will, dass das kommt. Was sagen Sie? Aber ich bin immer ein Verfechter, und Sie kennen mich auch schon eine Zeit lang jetzt in der politischen Szene, für eine redliche Auseinandersetzung. Nochmals, Klima ist global. Das heißt, jetzt ein Versprechen zu machen, dass wenn Österreich ein Klimaschutzgesetz beschließt und deswegen wird es keine Murenabgänge mehr geben, deswegen gibt es keine Hochwassereignisse, deswegen gibt es keine Starkregenereignisse, das ist unredlich. Na, aber können das, was ich, abfedern? Das, was ich und was, wofür ich plädiere, ist, es braucht Maßnahmen, um eben gerade CO2 aus der Atmosphäre zu bringen und zu verringern. Auf der einen Seite, das ist der Klimaschutz, von dem alle sprechen. Das hat aber nur Sinn, wenn es viele tun. Österreich alleine ist zu wenig. Und Österreich hat Hochtechnologie, um das sozusagen auch zu bewerkstelligen, hat viel Erfahrung im Bereich, deswegen habe ich auch den Umweltschutz angesprochen, Recycling, Wiederverwenden von Rohstoffen. Warum ich das sage, ist, wir müssen das exportieren in die Welt. Wir brauchen Indien, wir brauchen China dazu. Dann haben wir eine Chance, den Klimawandel tatsächlich, so wie Sie es jetzt angedeutet haben, dann ist das wichtig in der Redlichkeit der Diskussion. Weil ich finde, wir laufen Gefahr, den Menschen falsche Versprechungen zu machen. Es braucht ein globales Handeln. Deswegen gibt es ja diese Initiativen. Aber wenn wir gerade über globales Handeln reden, ist es wichtig, auch zu sagen, Österreich ist nicht alleine auf der Welt und auch die Europäische Union ist nicht alleine auf der Welt. Und weil Sie sagen, dass meine Rede kritisiert worden ist, dann möchte ich schon darauf hinweisen, der europäische Kontinent, sprich die EU im Besonderen, ist sozusagen der einzige Staatenverbund, der den Verbrennungsmotor verboten hat. Nicht Nordamerika, nicht Lateinamerika, nicht Asien. Und das, warum ich das jetzt betone, ist, weil das ist für Österreich ganz besonders wichtig, weil die Vielzahl der Arbeitsplätze in Österreich, der Wohlstand, den dieses Land hat, auf der Exportwirtschaft beruht, auf Produkte, die wir tatsächlich auch von Österreich aus in die Welt verkaufen. Mir ist es nur wichtig, und weil Sie das eben gesagt haben mit dem Klimaschutzgesetz, dass das dann sozusagen alle Probleme lösen würde, das ist gar nicht der Fall, sondern wir müssen es eben mit Vernunft... Aber dann kommt es nicht, wenn ich Sie richtig verstehe. Was ich meine ist, die ÖVP wird nicht zustimmen. Was ich den Grünen immer gesagt habe, ist, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz mit Hausverstand, das die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe und damit die Arbeitsplätze und damit auch den sozialen Wohlfahrtsstaat nicht gefährdet. Also übersetzt nicht allzu strenge Strafen. Nein, heißt übersetzt fördern statt verbieten. Ein Professor, mit dem ich mich ausgetauscht habe, so eine echte Kapazität auch in der Frage Motorenentwicklung, hat zu mir gesagt, das Eigenartigste ist, dass in der Europäischen Union sehr stark das Thema Verbote diskutiert wird. Die Dampfmaschine ist nicht verboten worden. Sie ist durch etwas Besseres ersetzt worden. Das ist mein Ziel und das muss auch ein Klimaschutzgesetz ausdrücken, dass Forschung, Innovation, da wo Österreich wirklich gut ist, auch weiter möglich ist und nicht uns im Wettbewerb dann abkopselt sozusagen von der Welt. Und am Ende des Tages, das gilt auch für die Europäische Union, wir dürfen nicht ein Freilichtmuseum werden für die Welt, um uns dann zu besuchen, wo dann plötzlich Deindustrialisierung stattfindet. Was heißt Deindustrialisierung? Dass die Industrie abwandert und damit Arbeitsplätze, aber auch Wohlstand gefährdet sind. Danke für die Gelegenheit. Ich möchte Sie haben uns das jetzt ganz breit erklärt und natürlich kommt raus, Sie haben da ganz eine andere Ansichtweise, eine Herangehensweise als Ihr Koalitionspartner, die Grünen. Und dann aber das gleiche Ziel, der Klimaschutz verbindet uns. Die Frage nur, Sie haben nicht mehr viel Zeit, dorthin zu kommen und da können wir was Grundsätzliches klären, nämlich regulär noch ein Jahr bis zur nächsten Wahl. Jetzt haben wir atmosphärisch, erinnerlich gespürt, wie weit Sie da aber auseinanderliegen. Dann gibt es noch ganz viele andere Punkte im Regierungsprogramm bis hin zu wichtige Personalentscheidungen, ich könnte sie jetzt alle aufzählen, vom Bundesverwaltungsgericht bis eben zur Nationalbank. Ganz simple Frage, wird das noch alles erledigt oder sagen Sie als ÖVP, das geht sich nicht mehr aus, Sie werden jetzt ja keine Neuwahl ankündigen, aber könnten Sie uns wenigstens so viel sagen, ist es Ihr Ziel, bis zum regulären Wahltermin mit den Grünen in einer Koalition zu bleiben? Also klares Ja dazu. Ist auch mit dem Vizekanzler klar so besprochen. Wir haben gemeinsam viel vor. Und darauf, was ich schon hinweisen möchte, ist, Sie haben jetzt die Sichtweise auch der Opposition ein Stück weit dargestellt. Das ist das gute Recht. Das Glas ist halb leer in Ihren Augen. Und ich sage, es ist halb voll. Diese Regierung hat trotz Krisen, und die Krisenbewältigung war ja in diesen 4 Jahren bis jetzt einer unserer Hauptthemen, von der Pandemie beginnend bis jetzt. Darüber sprechen wir jetzt gleich gesondert. Ich wollte schon dazu noch ausführen. Aber die offenen Punkte, die erledigen Sie. Das will ich schon noch dazu sagen. Haben ja dazu geführt, dass wir ein Stück weit das Regierungsprogramm, das 2019 verhandelt worden ist, wovon all diesen Krisen, die wir jetzt erlebt haben, noch lange nicht die Rede war, erstellt worden und über 2 Drittel davon sind schon erledigt. Also wir müssen schon auch dazu sagen, einer der größten Reformschritte in der Republik war die ökosoziale Steuerreform, das heißt zum ersten Mal die Preisung von CO2. Ja, aber es ist, glaube ich, wichtig im Zusammenhang zu erwähnen.
und eben auch die Abschaffung der kalten Progression. Das ist ein Thema, das jahrzehnte diskutiert worden ist und von dieser Regierung gelöst. Und Ihre Frage hat ja darauf abgezielt, was ist diese Regierung in der, sozusagen imstande zu leisten. Nein, Sie haben sie ja auch sogar beantwortet. Zum Beispiel auch den Mietpreisdeckel. Ja. Da kommen wir eben jetzt dazu. Nein, Sie haben sie uns ganz klar beantwortet. Diese Regierung bleibt, wenn es nach Ihnen geht, als ÖVP-Chef bis zum regulären Wahltermin in einem Jahr im Amt. Schauen wir mal. Wenn Sie die Krisen ansprechen, und da sind wir jetzt mittendrin, dann ist die Frage ja, was geht da aber an Krisenmanagement mit den Grünen weiter? Und hier sind wir bei der Hauptsorge, nämlich die Teuerung. Und da fällt auf, immer wenn der Druck besonders groß wird, zuletzt auch bei der Sondersitzung, dann geht plötzlich etwas, auch in Ihrer Partei, und siehe da, dann kommt doch der Mietdeckel. Und dann fragt man sich, warum nicht früher, Herr Bundeskanzler? Vor 5 Monaten hätten Sie vielen geholfen, beziehungsweise vielleicht wäre die Inflationsrate dann jetzt niedriger. Also auch da muss man wieder ein Stück weit differenzieren. Die Bundesregierung, Vizekanzler Kogler und ich, haben uns darauf verständigt, den Weg der Mitte zu wählen. Und was heißt die Mitte? Das heißt auf der einen Seite, den Menschen zu helfen, mit der Teuerung besser zurande zu kommen. Das ist das, was sozusagen in den Direkthilfen, Klima- und Antiteuerungsbonus, kalte Progression abschaffen, dadurch mehr Geld im Börsel zu haben, mit den höheren Lohnabschlüssen tatsächlich mehr Geld zu haben, um eben die Kaufkraft in Österreich zu erhalten und zu stärken. Und das ist gelungen, Frau Schnabel. Wir haben die Kaufkraft in Österreich inflationsbereinigt sogar gesteigert. Viele andere Staaten, die als Beispiele genannt werden, die zwar jetzt eine niedrigere Inflationsrate haben, haben die Menschen in diesen Ländern die Kaufkraft deutlich verloren. Spanien, das gerne zitiert wird, oder sogar eben auch unsere Nachbarstaaten. Aber trotzdem, Herr Bundeskanzler, ich muss nur Verständnis fragen. Ja. Wir wollen Sie immer verstehen. Die Kaufkraft wird so bemüht. Aber trotzdem, die Mieten explodieren, die Inflation treibt hoch. Viele stehen da wirklich vor finanziellen Problemen. Und die Frage war doch die, warum macht man so etwas nicht schon vor 5 Monaten? Die Vorschläge, die jetzt gekommen sind und beschlossen werden, die waren schon alle vor 5 Monaten am Tisch. Warum dauert das alles so lange? Na, zum einen, also auch hier, ich weiß, man ist immer in der unglücklichen Position, immer seine Arbeit an als Bundeskanzler verteidigen zu müssen, aber der Realbefund ist ein anderer. Wir haben eben viele Maßnahmen gesetzt, damit die Folgen, von denen Sie sprechen, die Teuerung eben, tatsächlich für die Menschen besser stemmbar ist. Das heißt nicht, dass sich die Menschen sozusagen damit zufrieden geben können, weil sie sagen zu Recht, warum wird alles teurer, warum ist an der Zapfsäule teuer, warum ist im Supermarkt teuer. Aber durch die Maßnahmen von den Direktleistungen bis hin zur Valorisierung jetzt der Sozialleistungen, die ab nächstes Jahr schlagend wird, das heißt, alle Sozialleistungen werden um den Inflationsfaktor angehoben, zum Beispiel auch die Familienbeihilfe, wird es möglich sein, dass die Menschen durch diese Phase Besserung durchkommen. Wir haben es geschafft, ich möchte es nur ganz kurz ausführen, weil das, sonst verliert man da auch den systemischen Blick. Wir haben es geschafft, die Inflation von 11% im Jänner auf 7% zu drücken. Das war ein Kraftakt. Jetzt im August 7,5, weil wir eine starke Saison gehabt haben, weil wir auch in unserem Warenkorb die Dienstleistungen stärker eingepreist haben. Aber Sie werden auch gehört haben von den Wirtschaftsforschern, dass alle bestätigt haben, dass September, Oktober, November die Inflation weiter runtergehen wird. Und wir haben gleichzeitig uns dazu entschieden, sehr wohl auch in die Wirtschaft einzugreifen. Wir haben den Strompreisdeckel beschlossen bis 2900 Kilowatt, eine inflationsdämpfende Maßnahme. Wir haben die Übergewinnsteuer eingeführt bei den Energiekonzernen und jetzt auch bei Gas und Öl. Und ja, bei den Fragen der Mieten war es so, dass man sich sehr genau angeschaut hat, welcher Eingriff ist zu welcher Zeit am stärksten wirkungsvoll. Und wenn ich jetzt gerade bei den Genossenschaftswohnungen eine Mietpreiserhöhung von bis zu 15% im Raum stehen habe, dann muss ich da eingreifen, um eben hier die Belastung in ein halbwegs erträgliches Ausmaß zurückzuführen. Aber dann nehmen wir uns gleich die Mieten raus und schauen uns an, wie viel ist diese Lösung eigentlich wert, beziehungsweise ist sie gerecht? Und da würde ich Sie gerne selber zitieren. Vor 5 Monaten haben Sie uns erklärt, als ÖVP-Chef und Bundeskanzler, es gibt keine Mietpreisbremse, weil es wäre ungerecht, jene, die eben nicht in der Genossenschaft, sondern Altbau- oder Gemeindebauwohnung wohnen, sondern am freien Markt. Und das ist der Preistreiber. Wenn die nicht mit eingenommen werden, das wäre ungerecht. Das waren Ihre Worte, mehrmals. So, jetzt schauen die durch die Finger. Das ist nach wie vor ungerecht. Warum macht man sowas? Weil sie eine ganz andere Situation haben. Also erstens geht es um 425.000 Haushalte zu 1,2 Millionen, um auch eine Relation aufzuzeigen. Aber trotzdem. 1,2 Millionen werden von dieser Maßnahme profitieren. Das heißt, 2 Drittel werden profitieren. Für 1 Drittel, deswegen haben wir sie auch Antiteuerungsprogramm genannt, suchen wir noch nach einer Lösung. Warum ist das nicht so trivial? Weil es eben freie Mietverträge sind. Das heißt, wenn Sie eine Regelung jetzt sozusagen statisch einziehen, könnte es bedeuten, dass es sogar eine Verschlechterung für manche freie Verträge gibt. Das heißt,
Wir suchen noch immer nach einer Lösung, damit in dem freien Mietvertragsraum tatsächlich etwas passieren kann, was für die Menschen gut ist. Verstehe ich Sie und richtig. Nicht alles auf den Kopf stellt. Da kommt noch was für diese Mieterinnen. Wenn es möglich ist, es sinnvoll zu regeln. Jetzt war die Not groß, weil 15% Teuerung bei den Genossenschaftswohnungen, das sind über 800.000 Mietverhältnisse, die jetzt unmittelbar betroffen sind, das sind weit über 1 Million Menschen, jetzt zu handeln notwendig war. Das freie Mietverhältnis mit 425.000 ist ein großes Thema, rechtlich gesehen auch, weil es eben freie Verträge sind. Ja, aber Sie wollen ja Zweidrittelmehrheit zum Beispiel. Und unterschiedlich gestaltet sind, zum Beispiel, wie Verbraucherpreisindexanpassungen überhaupt sozusagen in dem Mietvertrag dargestellt sind. Das heißt, das Thema ist weiter in Bearbeitung. Es gibt aber dafür eben keine einfache Lösung. Für uns war jetzt wichtig, den 800.000 betroffenen Genossenschaftswohnungsverhältnissen rasch zu helfen mit diesem Mietpreisdeckel. Also weitere Schritte könnten noch folgen. Schauen wir jetzt aber nochmal auf das große Ganze. Also mehr als 40 Milliarden Euro Hilfe. Und Sie haben jetzt einen Satz gesagt, der bemerkenswert ist. Sie sind in der unglücklichen Lage, als Bundeskanzler diese Maßnahmen zu verteidigen. Nein, es schaut immer so defensiv aus. Ich finde, es ist Österreich herzeigbar. Nein, die Kritik ist aber auch wirklich laut. Ja, aber genauso wie, deswegen sage ich ja, die Einzigen immer wieder, die darauf hinweisen, was alles Gutes geschehen ist in diesem Land und wie gut wir durch die Krise durchgekommen sind. Das sind immer sozusagen Aufgabe der Regierung und ich glaube, es lohnt sich der Blick eben auch ein Stück weit auf, dass das Glas halb voll ist, weil wir haben nach wie vor im Gegensatz zu unserem Nachbarstaat Deutschland keine Rezession. Wir haben nach wie vor 200.000 offene Stellen in Österreich und wissen Sie, was das bedeutet, Frau Schnabel? Und das habe ich noch nie gehört in einem Beitrag. 200.000 offene Stellen und Sie und ich sind aus einer Zeit groß geworden politisch, wo es ganz schwierig war, einen Job zu finden für junge Menschen, wo es ganz schwierig war, für Langzeitarbeitslose eine Beschäftigung wiederzufinden. Und wissen Sie, was die gute Nachricht ist? Die Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich hat sich halbiert. Und ich weiß, Sie wollen nicht über die Verdienste oder die Leistungen dieser Politik sprechen, aber es ist trotzdem redlich, die zu erwähnen. Weil eine Wahrheit und die andere gehören zusammen, dann ist es die ganze Wahrheit, sonst ist es eine Halbwahrheit. Das machen Sie und das ja ist jetzt. Bei der Sie unterbrechen mich gerade wieder, weil bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist uns was gelungen. Und warum, was ich nur sagen wollte, ist, weil es mutmachend sein soll für die Menschen, die jetzt immer nur hören, dass die Krise da ist und die Krise. Es war noch nie so gut für einen jungen Menschen, den Job zu finden, den sie für sich selber als richtig empfinden. Ich war jetzt bei großen Industriebetrieben, die Lehrlingsoffensive gestaltet haben. Bundeskanzler, ich muss hier ein bisschen einbremsen. Wir reden über die Wirtschaft. Sie haben gerade vorher sehr viel über das alles gesprochen, was nicht geht. Und gestatten Sie mir genau jetzt die Gelegenheit zu nutzen, auch über das zu sprechen, was geht. Ja. Denn dieser ganze Pessimismus und diese Schlechtreden, das ist auf der einen Seite, Kritik ist immer wichtig, aber Kritik alleine löst nichts. Sondern nur dann, wenn man sagt, wir haben Langzeitarbeitslosigkeit um die Hälfte reduziert, dann ist das viel. Aber kommen und wenn wir Jungen eine Chance geben können heute, den Job zu finden, den sie möchten, die Lehrlingsbetriebe, in denen ich war, da fühlen sie nicht die Depression bei den jungen Menschen, sondern die haben eine großartige Zukunft vor sich, die haben tolle Betriebe, tolle Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten sozusagen weiterzuentwickeln. Darüber möchte ich auch gerne sprechen. Natürlich, das ist die Zukunft. Dass Sie das verteidigen und dass Sie natürlich jetzt da ein bisschen auch in die Zukunft positiv blicken wollen, das verstehen wir ja aus Ihrer Perspektive. Aber eines würde mich schon noch interessieren, weil diese Kritik ist ja da, die kann man nicht vom Tisch wischen und zwar auch in Zahlen gegossen. Gibt es wirklich nichts, wo Sie sagen, da haben wir Fehler gemacht, von der Strategie her in der Inflationsbekämpfung? Also Sie kennen mich jetzt doch schon länger und Sie werden wissen, dass ich noch nie gesagt habe, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Aber wo sind denn die Fehler passiert? Wenn dort, wo gearbeitet wird, passieren immer Fehler. Und die Frage ist ja eher, was lerne ich daraus? Wir haben zum Beispiel letztes Jahr klar gesehen, dass die Inflation kommt. Wir sind in der Eurozone, das heißt, wir haben keine Souveränität mehr über unser Geld. Die EZB hat eine Geldpolitik davor gemacht, die Inflation jetzt sozusagen befeuert hat. Und die Euro-Mitgliedsländer reagieren unterschiedlich darauf, weil sie auch unterschiedliche Lebensverhältnisse sozusagen darstellen. Wir haben uns letztes Jahr zu dem Weg entschlossen, den Menschen direkt zu helfen, damit sie mit den Folgen der Teuerung besser zurechtkommen. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, weil die Inflation, das bestätigen ja auch Wirtschaftsforscher, viel hartnäckiger ist als prognostiziert, direkt hinein wie mit dem Mietpreisdeckel oder eben auch schon dem Strompreisdeckel. Und da sind wir schon mitten beim Thema. Das macht nämlich wirklich den Sozialpartnern diesmal zu schaffen. Und zwar, das wird einer der schwierigsten Lohnverhandlungen, die es wahrscheinlich je gegeben hat. Die Gewerkschaft sagt, wir nehmen uns nicht zurück und da reden wir von zweistelligen Lohnerhöhungen über der Inflation. Und die Arbeitgeber, weil sie die Wirtschaft gerade so gelobt haben, die sagen, das geht sich nicht aus. Die offenen Stellen, wo sie sagen, man könnte jetzt einen Job haben, die sind ja Problem, die können nicht besetzt werden. Die Wirtschaft trübt sich ein. Also allein das BIP geht jetzt um minus 1,1 Prozentpunkte zurück. Ich könnte jetzt ganz vieles aufzählen.
Was machen Sie als Bundeskanzler? Können Sie da nur zuschauen? Weil viele haben nämlich die Befürchtung, hohe Löhne oder höhere Löhne werden die Inflation weiter antreiben. Oder gibt es von Seiten der Regierung hier ein Angebot? Na, Angebote von Seiten der Regierung gibt es ja viele. Wir haben die Steuerfreiprämie schon letztes Jahr gehabt mit 3.000 Euro arbeitgeberbeitragsfrei, arbeitnehmerbeitragsfrei, also wirklich netto 3.000 Euro. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Warum ist das wichtig? Weil jede Lohnerhöhung, die jetzt verhandelt wird, nachhaltig in den Geldbörsen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt. Aber das reicht der Gewerkschaft alles nicht. Die Sozialpartnerschaft ist eine, die am besten weiß, was sich ausgeht und was nicht ausgeht. Denn verhandeln tun ja die Fachgewerkschaften mit den jeweiligen Fachgruppen. Und da weiß sowohl die Gewerkschaft als auch die Arbeitgebervertreter genau, was in ihren Bereichen passiert, wie die Prognose ist. Also ich habe hohes Vertrauen in die Sozialpartnerschaft, dass diese Herausforderung gestemmt wird. Was wir weiter tun als Bundesregierung ist, alle Maßnahmen zu fördern, die die Inflation dämpfen und gleichzeitig dabei aber nicht die Menschen zu vergessen, die eben auch Unterstützung brauchen. Das ist der Grund, warum die Pensionen auch ja in diesem einem hohen Maß ansteigen werden, weil auch die, die ihr Leben lang gearbeitet haben, eben auch mit den Folgen der Teuerung ja zu kämpfen haben. Dann wagen wir den Blick nach vorne. Da sagen nämlich die Wirtschaftsforscher tatsächlich, nächstes Jahr dürfte die Inflationsrate sinken. Sie sinkt jetzt schon, Gott sei Dank. Naja, im August nicht, aber jetzt, das wissen wir ja dann erst in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wenn das so ist, dann gibt es nur noch einen wunden Punkt, nämlich es könnte noch einmal ein Teuerungsschock kommen. Und das ist die große unbekannte X. Und jetzt sind wir schon in der Außenpolitik, nämlich wenn das russische Gas nicht nach Österreich kommt. Wir sind nach wie vor abhängig, haben bis dato 9 Milliarden Euro in den letzten 1,5 Kriegsjahren gezahlt. Und es könnte aber tatsächlich so sein, denn der ukrainische Energieminister sagt, ab Ende 2024 fließt dann kein russisches Gas mehr durch die Ukraine. Hat die Regierung, haben Sie einen Plan B? Ja, also wir haben ihn ja schon begonnen, letztes Jahr zu entwickeln, als wir vor der Situation waren, dass es noch viel mehr Sorge gab, dass das Gas ausfällt, dass wir nicht einen Winter haben werden, wo die Wohnungen warm sind oder wo die Industrie, die Produktion in Österreich überhaupt von Strom oder auch von Produkten überhaupt noch stattfinden kann. Also das letzte Jahr war ja eines, wo das Krisenmanagement gerade, was Gas betrifft, an die Spitze getrieben worden ist. Wir haben zum ersten Mal eine strategische Reserve angelegt und das, warum ich sie erwähne, ist, sie spielt nämlich zweifach eine Rolle. Die strategische Reserve ist besonders, weil wir dort eine große Menge nicht russisches Gas eingespeichert haben. Das heißt, wir haben neue Wege gefunden. Die OMV hat durch strategisches Management Leitungskapazitäten sich gesichert, dass wir unabhängiger werden, auch, und das ist ja letztes Jahr passiert, der Gazprom, die ja unter Kontrolle der Russischen Föderation steht, hat letztes Jahr mehrfach dramatisch unterliefert und es hat keine nachteiligen Wirkungen für die Menschen gegeben. Aber der Blick in die Zukunft interessiert mich. Aber der kommt jetzt schon. Ja, den möchte ich ja gerne ausführen. Es sind noch immer 60%, nämlich russisches. Ich möchte es noch gerne ausführen. Das andere ist, dass Sie jetzt erst unlängst lesen konnten, dass eine Bewertungsagentur, die sogenannten Ratingagenturen, die die Stabilität Österreichs beurteilen, Fitch, gerade Österreich ein sehr gutes Rating ausgestellt hat, also eine sehr gute Beurteilung und unter anderem auch die Gaspolitik gelobt hat, weil wir in der Lage sind, unabhängiger zu werden. Und ja, warum sind jetzt in Summe dann wieder 60% russisches Gas auch in Österreich verbraucht worden? Man muss es nur erklären, weil so wie Sie es darstellen, versteht es der Bürger und die Bürgerin nicht und kann es nicht verstehen, weil man muss dazu sagen, die OMV als einer der großen Versorger hat bis 2040 Verträge und Gazprom liefert. Das Gas können Sie jetzt nicht einfach irgendwo abfackeln, das wäre nämlich kontraproduktiv. Genau, Sie haben uns erklärt, es wäre zu teuer auszusteigen, weil wir zahlen weiter. Ich habe nicht erklärt, dass es zu teuer ist, sondern ich habe gesagt, man muss wissen, was es kostet. Denn wer kompensiert den Schaden? Der Steuerzahler und die Steuerzahler. Das ist mal einer der Punkte. Und der andere Punkt ist, wir arbeiten gerade daran, die Interkonnektoren, das ist jetzt ein technisches Wort, die Verbindung nach Deutschland zu erweitern und nach Italien Richtung Triest, weil wir dadurch in die Lage versetzt werden, andere Gasversorger zu finden. Das wird schon entwickelt, also da arbeiten wir schon konkret daran. Wir sind auch mit Kroatien in Verbindung wegen dem Flüssiggashafen in Krk, der neu entwickelt worden ist. Was ich nur sagen will, ist, warum es wichtig ist für die Menschen, das zu wissen. Russisches Gas ist per se nicht billiger als irgendein anderes Gas auf dem Weltmarkt, weil das ist eine Weltmarkt. Kriegskasse. Nur das Pipeline-System ist so ausgelegt, dass die Versorgung gerade des östlichen mitteleuropäischen Raums sehr stark russisch dominiert war, bis nach Deutschland hinein. Wir haben jetzt begonnen, seit letzten Jahr, diese Unabhängigkeit immer weiter zu entwickeln. Und dann, wenn ich in der Lage bin, tatsächlich eben unabhängig zu sein, dann auch tatsächlich Maßnahmen zu setzen, um das Thema russisches Gas tatsächlich auch zu beenden. Aber wir sind ja noch gar nicht so weit dort.
Wir haben jetzt sichergestellt, dass der nächste Winter gesichert ist. Wir müssen sicherstellen, wenn 2024 Wirklichkeit wird, dass, ich kann ja auch niemand garantieren, dass die Pipeline nicht gesprengt wird, so wie wir es bei Nord Stream 1 gesehen haben. Das heißt also, wir müssen davon ausgehen, dass das immer schlechter wird und machen jetzt gerade alles, damit eben diese Unabhängigkeit tatsächlich Wirklichkeit hat. Und ich muss dazu sagen, auch wirklich lobend, die OMV ist da ein starker und verlässlicher Partner für die österreichische Bundesregierung. Da sind wir dran, da ist die OMV dran, das nehmen wir jetzt mit. Die politische Frage ist ja, und jetzt habe ich schon ein bisschen angedeutet, dieses Geld fließt ja in den russischen Krieg, das wir nach wie vor überweisen. Auf der anderen Seite sagt ihr Außenminister Schallenberg in den letzten Tagen sehr offensiv, Russland wird mit diesen Verbrechen nicht davonkommen. Gemeint ist natürlich Wladimir Putin, den sie als erster westlicher Regierungschef damals nach Kriegsangriff getroffen haben. Ist er für Sie ein Kriegsverbrecher? Ja, also es gibt einen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof. Wir werden alles dazu tun, den Strafgerichtshof bei den Ermittlungen zu unterstützen. Wir haben auch Teams angeboten, für die Ukraine bei der Aufklärung der Kriegsverbrechen zu helfen. Und aber wie passt das jetzt zur Neutralität, die immer so beschworen wird? Nein, aber die Neutralität heißt nicht, dass man die Augen verschließt, dort, wenn Verbrechen passieren. So war auch unsere Position schon bei dem schrecklichen Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Also politisch auch, sind wir da einfach nicht neutral. Also zu benennen, wer Unrecht tut und wer das Opfer ist, mit Sicherheit nicht. Es gibt einen Aggressor, das ist die Russische Föderation, die hat die Ukraine überfallen. Es passieren Menschenrechtsverletzungen, es passieren Angriffe auf zivile Einrichtungen, wo gar keine militärischen Ziele sind. Wir sind Teil und Mitglied der Europäischen Union. Wir haben eine klare Positionierung gegen den Krieg. Wir haben uns in den letzten 70 Jahren in Europa darauf verständigt, nie wieder Gebietserweiterungen mit militärischen Mitteln durchzuführen. Diesen Grundsatz hat die Russische Föderation durchbrochen. Österreich ist militärisch neutral, aber nicht, wenn es darum geht, Haltung zu zeigen und auch eine wehrhafte Demokratie und Neutralität auch zu leben. Deswegen auch die Erhöhung des Verteidigungsbudgets, deswegen das Engagement bei Sky Shield. Aber nochmal zu Putin, wenn das die Position ist und Ihre als Bundeskanzler, die vertreten Sie ja in der Welt, in Brüssel, dann muss es ja, und jetzt schließen wir nochmal den Bogen und den Kreis zum Gas, das höchste Anliegen sein, ganz rasch rauszukommen, nämlich um diese Kriegskasse nicht weiter anzufüllen, weil sonst passt das ja nicht zusammen. Wieder zwei unterschiedliche Themen. Es muss immer klar sein, Priorität 1 hat die Energieversorgungssicherheit. Weil wenn die zusammenbricht, bricht sozusagen das System ein, bricht die Produktion ein, bricht die Versorgung mit Energie für die Menschen zusammen. Also zuerst gilt es einmal, die Energieversorgungssicherheit sicherzustellen. Das ist nicht angenehm, das ist auch moralisch nicht angenehm, aber es ist real. Und das ist meine Verpflichtung als Bundeskanzler, das zu tun. Und dann, wenn wir in der Lage sind, eben tatsächlich unabhängig sein zu können, deswegen ja auch grundsätzlich das Anliegen von fossiler Energie, Thema Klimaschutz, unabhängiger zu werden, diese Maßnahmen anzugehen. Genau. Da machen wir jetzt einen Sprung in die Innenpolitik. Und da kommt man ja um eine Partei oder einen Parteichef, den Sie selber sehr oft in den letzten Wochen erwähnt haben, nicht herum. Nämlich Ihr Verhältnis zur FPÖ, aber vor allem zu Herbert Kickl. Herbert Kickl ist für Sie ein Sicherheitsrisiko, obwohl er in der Opposition ist. Das war er aber offensichtlich als Innenminister rund um die Razzia nicht. Also wo ist jetzt da der Unterschied? Oder ist er nur gefährlich, weil er in Umfragen führt? Also zum einen, wenn ich das Wissen von heute hätte, also in der Vergangenheit, dann hätte ich auch damals anders argumentiert. Ich war Generalsekretär, ich habe Herbert Kickl als Innenminister 6-mal gegen Misstrauensanträge verteidigt. Aber was hätten Sie gemacht mit dem Wissen, die Koalition aufgekündigt? Naja, so wie wir es dann getan haben. Wir haben ja damals schon gesagt, Herbert Kickl ist nicht vertretbar mehr. Und die FPÖ hat sich schon damals wegen Herbert Kickl entschieden, eine Regierung zu verlassen. Und ich war ja dann Innenminister, bin Wolfgang Beschon nachgefolgt. Wolfgang Beschon hat schon viele eben nicht verfassungskonforme Maßnahmen Herbert Kickl wieder begradigt innerhalb des Innenministeriums. Herbert Kickl hat durch seine Maßnahmen den Verfassungsschutz total zerstört, total verunsichert. Und meine Aufgabe war es, als Innenminister den Verfassungsschutz neu zu bauen. Aber mir ist auch klar geworden, dass Herbert Kickl schon als Innenminister in Wahrheit ein Sicherheitsrisiko war. Aber der Weg hat sich fortgesetzt. Ich möchte es nur kurz erklären, weil das wichtig ist. Das ist keine parteipolitische Taktik, sondern das ist eine echte Überzeugung. Er war als Innenminister schon so, dass er nicht an die Sicherheit der Menschen zuerst gedacht hat. Er war in der Corona-Phase schon so, dass er nicht an die Sicherheit der Menschen zuerst gedacht hat, sondern die Ängste und Nöte ausgenutzt hat, Ängste verstärkt hat, falsche Medikamentationen propagiert hat. Na, warum ich das sage, ist wichtig, weil man sonst nicht versteht, warum ich da so klar bin in dieser Aussage. Aber lassen Sie und, es... Nein, ich wollte es nur auf einen Punkt bringen, ich bin gleich fertig. Und er hat vor allem eines gemacht, er hat als politischer Verantwortungsträger eben nicht Verantwortung gelebt. Denn
die Pandemie, das Virus, die Überlastung der Intensivstationen sind keine Fiktion oder keine Erzählung, sondern sind echt passiert. Und man kann der Bundesregierung viel vorwerfen, auch an Fehlern, die gemacht worden sind. Aber was man uns nicht vorwerfen kann, ist, dass nicht jede Maßnahme unter dem Vorsatz war, Menschenleben zu retten. Und der dritte Punkt ist, und dann bin ich schon fertig, warum Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko ist. Jetzt ist der Krieg ausgebrochen, Russland gegen die Ukraine. Jetzt gibt es eine europäische Initiative, dass man sich am Raketenschutzschirm beteiligen kann. Das heißt, mehr Sicherheit für Menschen, gerade gegen ballistische Bedrohungen, Drohnen oder Kampfflieger. Und die FPÖ ist dagegen. Aber erinnern Sie sich, wie argumentiert worden ist. Es sind wieder die Menschen verunsichert. Es wurde gesagt, wir brechen die Neutralität, wir gefährden die Sicherheit Österreichs. Das russische Narrativ wurde in Wahrheit geprägt, die russische Erzählung fortgesetzt. Aber wahr ist, dass die Schweiz genauso dabei ist, dass wir in die Lage versetzt werden, uns tatsächlich besser zu schützen als die Jahrzehnte davor. Und so komme ich zu dem Schluss, dass Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko ist und nicht, weil es eine parteipolitische Marotte ist. Aber da nehme ich Sie jetzt gern beim Wort. Als ÖVP-Chef, jetzt haben Sie uns wortreich erklärt, warum nicht Herbert Kickl. Inhaltlich, ja. Ja, inhaltlich natürlich mit Worten und das reichlich. Warum Herbert Kickl für Sie ein rotes Tuch ist, aber warum soll denn die FPÖ eine andere ohne Herbert Kickl sein? Und da haben wir den konkreten Anlass, das aktuelle Video der FPÖ-Jugend mit Propagandabegriffen der Identitären, also rechtsextremer Propaganda. Da kommt ja auch Udo Landbauer vor. Und der ist von Ihrer Parteikollegin Mikl Leitner in Niederösterreich der Landeshauptmann, Stellvertreter. Wo ist denn da der Unterschied, wenn ich Ja zu Udo Landbauer sage und Nein zu Herbert Kickl? Wir kommen da zu einem ganz wichtigen Punkt, denn es wird ja oft auch die Bundesländerkoalitionen angeführt, um meine Glaubwürdigkeit sozusagen zu bestreiten. Ja, Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich, genau. Da ist das kein Problem. Und jetzt kommt dann noch Tirol zum Beispiel, wo die ÖVP mit der SPÖ regiert. Oder Kärnten, wo die ÖVP mit der SPÖ regiert. Wir haben genauso viele Bundesländer, 3-3, wo die ÖVP mit der SPÖ regiert, genauso wie halt mit der FPÖ. Und jetzt komme ich zum Unterschied. Das sind Landeskoalitionen. Aber Herbert Kickl ist der Bundespolitiker und derjenige, der Parteiobmann. Und ich kann Sie nur mal auf den Punkt zurückbringen. Sie sind ja der Bundesparteiobmann. Aber darf ich Sie wenn Sie die Koalition mit der SPÖ in Tirol vergleichen oder eben in Kärnten mit der SPÖ, deren Jugend, die produzieren nicht solche Videos. Also auch das Video, ist das für Sie eine Provokation oder ist das für Sie mehr? Ist das etwas, wo Sie sagen als Parteichef, das geht sich mit dieser Partei nicht aus? Das ist ja das, warum ich so klar bin. Ich glaube, dass auch dieses Video klar unter dem Einfluss von Herbert Kickl produziert worden ist. Herbert Kickl verteidigt ja auch bei aller Gelegenheit die Identitären. Das Video ist genauso, könnte genauso ein Video der Identitären sein. Es war übrigens auch Herbert Kickl als Innenminister noch, wo der Verfassungsschutz die Identitären als rechtsextrem beurteilt hat. Also das ist auch ganz interessant. Jetzt vergisst er das alles. Aber auch Udo Landbauer distanziert sich nicht. Jetzt komme ich aber zu dem Punkt. Es muss die FPÖ entscheiden, welche Richtung sie geht. Sie hat 2019 entschieden, für Herbert Kickl die Regierung zu verlassen. Seitdem ist die Volkspartei die einzige glaubhafte Partei, die nie mit Herbert Kickl zusammengearbeitet hat. Schauen Sie sich an, es gab dann Koalitionen im Parlament, mit den Freiheitlichen, mit dem Herbert Kickl. Ja, aber von allen, die hier im Parlament vertreten haben, Parteien, SPÖ, NEOS, Grüne, damals Liste Pilz, wenn es darum ging, zum Beispiel Sebastian Kurz zum Rücktritt zu bewegen, war sofort eine Kooperation mit Herbert Kickl kein Problem. Worauf sich die Menschen bei mir verlassen können ist, es wird mit Karl Nehammer als Bundeskanzler keine Regierung geben mit Herbert Kickl, auch nicht als Minister. Das kann er als Minister, Sie haben in der ZIP-2 bei Armin Wolf nicht, gesagt, auch als Parteichef. So ist es. Weil es hat als ja keine, Parteichef. Natürlich, überlegen Sie sich, was passiert ist. Wir haben ja schon die Erfahrungen gemacht, es ist ja freiheitliche Tradition, dann Regierungen auch wieder zu sprengen. Deswegen ist ja Herbert Kickl das Sicherheitsrisiko, weil er nicht nur die Verschwörungstheorie politisch begonnen hat zu inszenieren, sondern er glaubt selbst daran. Aber Herr Nehammer, dann ist es ja ganz einfach. Dann gibt es einfach keine Koalition auf Bundesebene mit der FPÖ. Ja. Wissen Sie, was ist es? Na, ist ja, es aber, ich habe es ganz klar gesagt, ich habe es in der ZIP 2 auch ganz klar und wiederhole es. Es gibt keine Koalition mit Herbert Kickl und der FPÖ. Wenn er Parteichef ist. Die FPÖ ist nicht Herbert Kickl. Wenn er Parteichef ist, wenn er Minister werden soll, solange Herbert Kickl diesen Einfluss hat, ist die FPÖ gebunden an ihn, bindet sich auf ihn auf Gedeih und Verderb, hat es eben 2019 auch schon bewiesen, dass sie dafür eine Regierung verlässt. Das ist die Entscheidung der FPÖ. Aber wissen Sie, Frau Schnabel, was das Allerwichtigste ist? Die Wählerinnen und Wähler werden entscheiden. Und ich werde darum ringen, dieses Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu erhalten und werde darum ringen, wieder einen Regierungsbildungsauftrag zu erhalten. Gut. Aber dann sind wir gespannt, was die FPÖ macht. Die letzte Entscheidung
haben die Österreicherinnen und Österreicher. Deswegen sind die Spekulationen für danach grundsätzlich immer so schwierig. Da wollen wir heute ja gar nicht spekulieren, weil Sie haben uns ja jetzt gerade Ihr Wort gegeben, diese Koalition wird halten bis zum nächsten Herbst, da kann ja noch viel passieren, aber das nehmen wir mir mit. Aber es können immer zwei dazu, so fair sind wir schon. Ja? Also es braucht immer den Koalitionspartner, dass eine Koalition hält. Sie glauben, die Grünen springen ab? Werner Kogler und ich haben es uns vorgenommen. Okay. Das ist die redliche Antwort auf Ihre Frage. Dann noch am Ende zu Ihrer Rolle als Parteichef. Da haben Sie ja auch ganz vieles zu tun, nämlich die ÖVP steht nach wie vor im Fokus, wenn es um Ermittlungen geht, wenn es um Korruptionsvorwürfe geht. Und zuletzt war es ja die Anklage gegen Ihren Vorgänger als Parteichef und Vorvorgänger als Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen falscher Zeugenaussage vor einem Superwahljahr. Wie sehr ist denn das Hypothek für Sie als Parteichef? Und vor allem, was mich interessiert, was ist eigentlich die politische Lehre für Sie als ÖVP-Chef aus all diesen Dingen? Also zum einen bin ich froh, dass der Prozess jetzt beginnt. Sebastian Kurz ist froh, dass er seine Unschuld beweisen kann und ich glaube an die Unschuld von Sebastian Kurz. Und es gab jetzt schon viele Verfahren gegen andere, die auch eingestellt worden sind. Also ich glaube, man muss die Situation so belassen, wie es ist. Ich glaube an die unabhängige Gerichtsbarkeit und bin davon überzeugt, so keine Kritik an der WKStA. Ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, ich glaube an die unabhängige Gerichtsbarkeit. Das ist die Frage der Gerichte, die jetzt entscheiden. Und genau das ist aus meiner Sicht jetzt der Fall. Das andere ist, ja, es stimmt, es war natürlich ein für die ÖVP nicht leichtes Jahr, gerade das letzte Jahr. Und gleichzeitig habe ich gesehen, was diese Partei in der Lage ist, auch nach wie vor zu ertragen und zu leisten. Aber man muss sie das ertragen? Sie als Parteichef könnten ja da einen Strich drunter machen. Sie könnten in die Offensive gehen. Unter was soll ich einen Strich machen? Na, es gibt ja, wenn Sie jetzt den Rechtsstaat bemühen, es gibt ja mehr. Es gibt ja, in der Politik geht es ja um Glaubwürdigkeit. Es geht um Vertrauen. Der Bundespräsident hatte zu Weihnachten gesagt, Österreich ist ein Sanierungsfall. Wir brauchen mehr Transparenz. Da gibt es ja ganz viele Hebel. Und auch als Parteichef intern muss ich sagen, wir brauchen da eine neue, andere Kultur, weil die Vorwürfe sind schwerwiegend. Aber da müssen wir jetzt wirklich vorsichtig sein, Frau Schnabel, weil das, so wie Sie es jetzt sagen, ist es eine Vorverurteilung der Beschuldigten. Das lehne ich ab. Und es ist auch keine, aus meiner Sicht, gerechtfertigte Vorverurteilung der Volkspartei möglich, denn die Volkspartei sind 600.000 Mitglieder, 1.500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Volkspartei, dieser Raum, in dem wir da sitzen, ich wollte sogar sagen, der Raum, in dem wir da sitzen, der ist aufgebaut worden nach dem Krieg. Und da sind viele interessante Besprechungen und haben hier stattgefunden. Also mit Sicherheit ist unseres jetzt wahrscheinlich das originellste, aber große politische, inhaltliche Diskussionen haben hier stattgefunden, über Jahrzehnte. Und die Volkspartei war immer ein verlässlicher Partner, eine Säule und Fundament des Aufbaus dieses demokratischen Österreichs. Deswegen ist es mir wichtig, die Volkspartei aus dieser auch zum Teil auch politischen Agitation gegen die ÖVP da auszunutzen und abzuwarten, wie die Verfahren ausgehen. Aber Nachfrage. In der Frage. Ich wollte sagen, was tun Sie? Und wir tun viel. Wir haben auch das Korruptionsstrafrecht verschärft. Wir sind gerade dabei, das Informationsfreiheitsgesetz mit den Grünen fertig zu verhandeln. Die Offenlegung von Umfragen wird klarer und transparenter. Also nämlich auch, wenn Sie die Ministerien durchführen und Studien durchführen, all das. Das ist ja für uns gar kein Thema. Transparenz ist mir genauso wichtig. Aber was mir schon auch wichtig ist, ist unsere wirklich jetzt jahrzehntelange Demokratie basiert darauf, dass in der Verfassung festgeschrieben ist, wer in diesem Land Schuld spricht. Und die Gerichte. Unabhängige Gerichte. Aber Frau Schnabel, das ist nicht einfach so dahingesagt. Nein, es geht ja um politische Hygiene, wichtig. Darauf wollte ich hinaus. Aber Sie haben uns das ja jetzt auch erklärt. Sie haben gesagt, Sie setzen sich dafür ein, dass das Amtsgeheimnis noch in dieser Legislaturperiode abgeschafft wird und auch andere Maßnahmen. Ja, das Informationsfreiheitsgesetz ist jetzt, wenn ich sagen will, im Prozentsatz zu 90% fertig. Kommt heuer. Das ist unser Ziel. Ja, worum geht's? Was ist jetzt noch schwierig? Informationsfreiheit heißt ja eben dann, dass die Bürgerinnen und Bürger Auskunftsbegehren sehr leicht und niederschwellig stellen können. Das ist richtig und wichtig. Und gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass auf kleinen Gemeinden mit wenig Infrastruktur das dann wiederum nicht zu einem Kollaps führt. Und genau das ist das schon momentan noch etwas schwieriger, aber es ist auf einem guten Weg. Gut. Dann nehmen wir mit, es passiert doch noch was in dieser Regierung. Noch viel. Und noch viel, da nehmen wir Sie gerne beim Wort. Und am Ende, so wie für alle, haben wir uns auch für Sie etwas überlegt. Sie wissen ja, wir sind heute bei den Stenografietischen gestanden. Ja. Und die Stenografiechefin im Haus, es wird hier jedes Wort quasi protokolliert. Mhm. Und das kann man dann auch als Besucher, Besucherin in der Parlamentsbibliothek nachlesen. Hat uns ihren Blog und ihre Stenostifte hier gelassen. Und wir wollten und würden gerne von Ihnen wissen, wenn Sie der dritte Bundeskanzler bereits dieser Regierung sind, welcher eine Satz, wenn es nach Ihnen geht, soll denn von Ihnen in Erinnerung bleiben? Und Sie wissen schon,
die Rache der Journalisten ist das Archiv, ganz oben aufscheinen. Ja, dann ist natürlich das Archiv für mich auch mein bester Ratgeber, denn Sie wissen, ich habe mir einen großen Bundeskanzler als Vorbild gewählt, Leopold Figl. Mhm. Wir haben heute mit Sicherheit 2/3 in unserer Sendung über Herausforderungen gesprochen, die den Menschen zu stemmen haben. Und Leopold Figl hat nach einer Katastrophe, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, den Menschen etwas ganz Wichtiges mitgegeben, was für mich ein Satz ist, den ich auch gerne für den Menschen in Österreich geben möchte. Glaubt an dieses Österreich. Das ist ein großer, ein historischer Satz. Der soll von Ihnen bleiben. Ja, denn wir haben bewiesen, 3 Jahre Pandemie, 4. Jahr der Krise mit Energie, Teuerung und Krieg in Europa, dass wir schon durch die Pandemie viel stärker durchgegangen sind, als man es uns zugetraut hat. Warum? Weil die Menschen in diesem Land großartig sind. Und wir werden auch durch die Teuerung, die Inflation und diesen Krieg gut durchkommen. Denn das Wichtigste ist, mit Pessimismus, mit negativer Stimmung hat man keine Krise überwunden. Damals waren die Menschen noch viel verzweifelter. Damals hatten sie nichts. Dieses Haus lag in Trümmern. Wir sitzen hier in diesem Raum dieser 60er-Jahr-Architektur, weil das alles zerstört war. Und das Interessante ist, wie schön, wie gut, wie groß ist Österreich geworden in der Frage der Lebensqualität, des sozialen Wohlstandes, des Bildungssystems, der Kultur, der Industrie. Wenn ich auf der Welt unterwegs bin, bin ich beeindruckt von der Exzellenz österreichischer Unternehmen und Betriebe und mit welcher großartigen Landschaft wir leben dürfen, wenn ich an die Bäuerinnen und Bauern denke. Und deswegen glaubt an dieses Österreich, kommt von Herzen und ich glaube selbst felsenfest daran. Das war schon fast wie in einem Wahlkampf. Im nächsten Sommergespräch dann werden wir Sie und die Regierung dann daran messen, eben wie sehr der Satz auch eingelöst wurde. Den Glauben werde ich nicht verlieren. Dann sage ich danke für das Gespräch. Danke für